Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Leben auf dem Bauernhof. Hier auf der Walchen 2K20. Ich bin auf dem Weg die ganzen Serpentinen runter, um wieder zum Hochreiter zu kommen. Zum Leo. Dann kannst du ein bisschen Gas geben. Ich habe allerdings null Ahnung. Da geht's hoch, also fahren wir rechts. Wo es genau hingeht, ich fahre einfach die Straße runter und hoffe, dass ich irgendwo unten im Tal dann mich wieder auskenne. Ich glaube aber, ich war hier damals mit dem Gumpitsch, als der den Audi aufs Dach gelegt hat. Ich meine, dass das hier irgendwo war. Ist schon eine ganze Weile her. Was ist denn hier? Steht ein Anhänger rum. Da steht auch ein Drescher rum. Interessant. Guck ich mir doch mal an. Weil vielleicht wohnt ja einer. Dann könnte ich den fragen, ob der irgendwas weiß. Hallo? Wo steht ein Pflug drin? Da steht auch ein John Deere drin. Drescher. Hier scheint ein bisschen Leben zu sein. Glyphos. Hier wohnt auf jeden Fall. Also hier, der Hof ist wohl in Betrieb. Ajo, guck mal, was hier alles rumsteht. Ey, krass. Güllebombe. Okay. Ah, da kannst du immer mit der Schubkarre rausfahren und den Mist abkippen. Nice. Und was ist hier? Zucht. Udo? Hallo? Hi. Warst du das vorhin, da oben am Berg? Keine Ahnung, ich war irgendwo auf dem Hof, da habe ich den Pickup auch schon mal gesehen, ja. Ja, ich habe das Ding da gesehen, ich dachte, jetzt kommt der Besitzer und vermöbelt mich, weil da stand Zutritt verboten. Warst du das, ey? Ich hatte voll die Hosen voll. Ja, ich habe den Hof von meinem Onkel gesucht, aber der ist da oben, hinter dir, da ganz oben in den Bergen ist der. Ey, du glaubst nicht, ich bin locker eine Stunde rumgefahren und habe irgendwas gesucht. Habe einen Hof gefunden unten. Ne, warte mal, wo war denn das? Ne, deinen alten Hof habe ich gefunden. Also der von deinem Onkel. Ah ja, das ist ja jetzt der Maschine mit dem, genau. Ne, warte mal, guck mal da drüben. Der da hinten. Oder ist das der? Da ist die Kirche. Ach, der ganz hinten in der Ferne. Ja, genau, den meinte ich. Ja, das ist jetzt mein Hof, genau. Ah, weil den der war. Den habe ich ja jetzt geerbt. Da war auch nichts los, da dachte ich, den könnte ich mir holen. Ja, den habe ich geerbt, aber leider stehen keine alten Fahrzeuge mehr da. Naja, das habe ich gesehen, da ist alles tote Hose. Ja. Aber das war wohl irgendwie ein Pächter drin oder sowas. Ich habe keine Ahnung, der draußen aufgestuhlt mit Biertischen und so. Ja, ich habe da Dinge mal verpachtet, wo wir in Russland waren. Ah, okay. Ich habe verpachtet, weil schade. Und dann bin ich irgendwie da unten beim Maschinenring zweimal im Kreis gefahren, bevor ich dann den Weg rausgefunden habe. Jeden für den Hof, ey. Hä? Jeden für den Hof. Das hier? Keine Ahnung, aber es muss irgendeiner da sein, weil überall steht ein Güllefass. Da vorne stand mitten auf der Wiese ein Anhänger. Ja, da dachte ich auch. Warum steht denn der da? Da steht ein Pflug drin und schon dir, da ist alles fauler Hund. Da ist überall irgendwas untergestellt. Und da unten dran hat er auch noch Zeug stehen. Da, wenn du hier runter gehst, da steht auch noch Zeug. Das Ding ist geil. Ja? Das ist richtig gut fahren. Hat auch gute Federung in den Bergen hier. Die Kabine, die federt sich mit. Komplett abgetrennt von dem hinten Aufbau.
Ah, ja, 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 das sieht man's. Da in der Mitte ist eine Welle angebracht. Naja. Naja. Guck, da steht überall Sachen rum. Also hier muss eigentlich einer wohnen, aber ich habe keine Ahnung, wo der gerade ist. Sieht sogar eine Schaufel und Besen. Ja, Ordnung ist das halbe Leben, ne? Unordnung die andere Hälfte. Ah, der hat schon viel. Ja. Reingucken hier? Nee, komm, lass. Aber da kannst du von außen reingucken. Echt? Da steht ein Flug drin. Oh ja. Und da vorne habe ich gesehen, habe ich durchs Fenster gelunzt, da steht ein Johnny drin. Hier? Ja, ja, guck mal da. Boah. Oder ist es ein... Ja, ist ein Johnny. Oder da hinten steht ein alter Güldner. Ein Eicher. Eicher. Was? Auch noch? Ja, und ein Deutzen, Alter. Uiuiui. Uiuiui. Schatzkammer. Den Hof müsstest du kaufen. Was hier denn? Ja, den habe ich gesehen. Den kannst du auf den Schrott fahren. Das denn? Ich glaube, das nennt sich Mähdrescher. Ja, dann nannte sich mal Mähdrescher. Ja, das eher. Dass der noch nicht auseinanderfällt, ist alles. Ja, wie will denn das Schneidwerk hier hinten rauskriegen? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, muss er halt erstmal hier den Düngestreuer wegstellen. Ja, aber der kommt doch gar nicht mit dem Ding da hinten ran. Hä, wie meinst du? Er setzt ja hier schon auf. Dem Auspuffrohr. Ach so, ja, aber der muss ja nicht... Ach so, meinst du? Vielleicht kann er das Dach wegklappen. Das kann sein. Sieht nicht so stabil aus. Ist wahrscheinlich nur so ein Sonnendach. Muss er ja auf dem Boden sitzen. Warum? Denken. Warte mal, komm, der steht ja offen, da kann ich nicht... Ah, nee. Ja, muss halt den Kopf ein bisschen einziehen. Oh, aber richtig. Das geht schon. Der Schlüssel steckt. Ich bin mal weg. Tschüss. Auch. Ja, jetzt hast du auch Hosen voll, hä? Ja, gleich kommt ja einer Baseballschläger oder so um die Ecke. Ja, wer weiß. Amerikanisches Gesetz. In Walchen. Ja. Lass mich mal vor, ich bin schneller wie du. Jo. Tschö. So. Boop. Udo, was machst du denn hier? Leo. Leo? Ja. Was machst du denn hier? Mein Mitarbeiter hat gesagt, hier wäre einer. Wie, hier wäre einer? Hier wohnt einer. Ja, ja, haben wir gerade auch gesehen. Der hat laut alles Zeug rumstehen. Und warum bist du mir in die Karre reingefahren? Nee, das war ein Stein. Der ist vom Reifen rausgeflogen. Ja, ja. Ja. Die Reparaturkosten zahlst du. Ich wollte gerade zu dir, Leo. Juch. Ja, zack, ich hab gleich Mittagspause. Ja, dann fahr runter. Dann los. Alle hier am Meckern, dass es nicht vorwärts geht. Und dann kommen sie nicht vorwärts. Gott, was sind das für Straßen hier, ey? Mal den ein bisschen hetzen davon. Um die Kurven kommt er halt ein bisschen schneller. Da ist dieses kleine Lindnerteil deutlich. Oder ist sogar gekalkt hier. Warte mal, kann man da nicht. Ah ne, da bin ich vorhin lang gefahren, ne? Da bin ich ja vorhin hinten auf den Feldweg gekommen. Zum Übungslift.
Pferde einfach da drüber. Der fährt auch gerade so, wie es ihm passt, ne? Ey, kannst du nicht richtig einparken? Guck mal, wie krumm du hier drin stehst. Es soll ja so. Guck mal, der kann nicht mal richtig einparken, Leo. Ich stell die Fahrzeuge so hin, wie ich sie geholt hab. Ja, der stand hier ganz drüben, links. Nee, da stand der Unitruck. Ja, mit was bist du denn unterwegs? Ja, der Aufbau, der stand aber trotzdem da drüben. Ach so. Ich weiß, wo ich das Zeug geholt hab hier. Was machen wir denn nun mit dem Auto? Behalten. Ich könnte es tatsächlich gut gebrauchen, glaube ich. Ja, behalt's. Schick schön. Auch kein Auto. Okay. Also ich habe jetzt aber einen Moment, Hof. Ich habe noch was im Handschuhfach. Ich habe jetzt einen Hof gefunden, aber ich weiß nicht, ob der zu verkaufen ist. Welchen denn? Also, wenn ich hier rausfahre, dann fahrt er rüber zum alten Hof, zu deinem Hof. Hm. Wenn er von dort zurückfahrt, dann müsst ihr durchs Dorf an der Kirche rechts. Dann hinten raus beim alten Übungslift, dann kommt er beim Maschinenring vorbei, dann müsst ihr unten rechts, dann müsst ihr wieder rechts, dann geht's zickzack, dann geht's nochmal rechts, dann geht's, ne warte, erst die zweite rechts, dann geht's einen Berg hoch, dann kommt er oben beim neuen Lift raus und wenn er dann wieder rechts fahrt, dann seid ihr bei dem Hof, den ich meine. Ah ja. Ja. Und dann fährst du wieder links, dann wieder links und dann wieder links und dann wieder links, bist du an der gleichen Stelle rausgekommen. Ja. Das ist gut möglich. Oh, nee. Ja, ja, aber so war das, ey. Und ich wusste nicht, wo ich hin muss, ey. Und dann kam der Vogel hier, kam mit deinem Lindtrack an hier. Und ich dachte, scheiße, jetzt kommt der Besitzer und ballert mir eine. Stand nämlich Zutritt verboten. Ich hätte mal besser machen sollen. Ey, was machst du? Gehst runter von meinem Hof. Dich hätte ich mit der komischen Fendmütze auch so erkannt. Ach, Mann, oh. Jo. Auf jeden Fall muss ich mich erkundigen, ob der zu verkaufen ist oder nicht. Ich glaube, der ist zu verkaufen. Und dann würde ich bei dir eine Bestellung aufgeben, Leo. Ja, bei wem denn sonst? Ja. Bei der Mitarbeiter. Ja, ja. So. Ja. Das Ding lässt sich gut fahren, Leo. Das wie viel kann PS ich auch hat denn das Ding? Was? Wie viel PS hat denn das Teil? Ja, jetzt wahrscheinlich ein bisschen weniger seitdem. Er war immer noch ein Stein. Der lag hier die ganze Zeit schon drin. Der hat der auch einen Dreipunkt oder so? Nee. Was gibt's dafür? 95 PS hat er, aber jetzt, so wie er jetzt da steht, bestimmt nur noch 70. Ey! Und Zubehör? Nur die Aufbauten hier. Nur die zwei? Also, und ein Güllefass gibt es noch. Und ein Wasser-Container. Wasserfass da. Genau, und Mist. Ja, und Mist, genau. Okay. Dreipunkt wäre interessant. Aber warte, wo ist denn das andere Ding, was ich vorhin gesehen habe? Das hier sieht auch cool aus. Damit würde ich eher nur mähen, mehr nicht. Ja, irgendwie. Guck dir den Joystick mal an, der ist gut abgenutzt. Ja. Okay. Ja, das Armaturenbrett. Steht dir auf jeden Fall. Armaturenbrett sieht auch nicht mehr so gut aus, aber ich finde es irgendwie knuffig, das kleine Ding. Ja. Reform Mitrak. Was hat das Ding für an Leistung? Das Teil, das kleine
Das hat nur 49 PS. Hm. Der Unitrack 95, ne? Ja, aber so wie er da gerade steht, halt 70. Ah, das schraube ich wieder zusammen. Du machst hier gar nichts. Kauf das Ding. Ja, willst du es jetzt? Voll über den Fuß gefahren. Also keine Stahlkappen, du Held. Nee, ich hab gerade mal meinen Sportschuh angehabt. Ja. In der Autofahrt. Hab die noch nicht umgezogen. Stahlkappen. Auch noch weiße, ey. Bist du doof. Ja. Voll über mein Adidas, ey. Ist da rein? Oh ja. Was denn? Das ist ein amerikanisches Modell. Ja, das ist ein amerikanisches Modell, glaube ich. Was ist das denn für ein Anhänger? Ach, das sind noch die alten, ne? Das da. Wie heißen die nochmal? HWA oder so. Oder? Ah, das ist so ein HW80. Ah ja, genau. HW80, HWA, wie komme ich denn jetzt auf HWA, ey? Ich. Hm. Aber der hier sieht auch cool aus. Ich mag Ja, für den Unitrack da interessiere ich mich. Ja. Wird ein bisschen teurer jetzt. Die Reparatur, die brauchst du nicht machen. Brauchst nicht. Wenn du 70 PS haben willst, dann. Ah, das. Tausch die Zahnriemen und so und dann passt das. Ist bestimmt wie beim Roller. Mhm. Kann man auch gut tun. Glaube ich. Ey, geh mal von meiner Motorhaube runter. Einer? Ja, wer weiß. Der andere hatte aber auch Interesse. Ja, Udo, Leo, ich melde mich dann morgen, wenn ich weiß, welchen Hof ich habe, weil, weiß nicht. Brauche ja erstmal dann noch ein paar Fahrzeuge. Ja. Gut. Wird aber dann heute Feierabend machen. Ja. Gut. Dann machen sie mal. Ja, liebe Leute, lasst ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut bei Varuna LP vorbei. Oder bei Dark Racing YouTube. Ja, mal gucken, was hier so wird. Ob der Karl seinen Hof bekommt. Welche Fahrzeuge wir uns alle holen. Oh, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut beim nächsten Mal vorbei. Bis dahin, haut rein. Tschüss und ciao. Tschüss. Tschüss.